1. März 2022, das heißt ja wie immer, dass man zuerst die Lüftung ausmachen soll. Das mache ich jetzt auch. Und zwar die Lüftung aus. Er verbindet sich und schon ist sie aus. So, also Meilenschnäppchen heute am ersten Tag des Monats. Und da gibt es einige Überraschungen. Einige hattet ihr ja schon heute Morgen in unserem Meilen-Highlights-Video gesehen. Aber ich gehe mal heute auf die Meilenschnäppchen ein von der LOT, Eurowings, Lufthansa, Swiss und Austrian. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz wichtig an dieser Stelle natürlich wie immer, abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst, denn ihr wollt ja keine Folge verpassen, damit ihr nicht die neuesten Informationen aus den Meilenpunkten und Statuswelten verpasst. Das heutige Thema ist das Meilenschnäppchen am 1. März. Die gehen buchbar natürlich von heute bis zum letzten Tag des März, bis zum 31. März. Buchungszeiträume sind unterschiedlich, gehe ich gleich auf dem Video drauf ein. Dann lass uns doch einfach mal auf mein Zeigegerät wechseln. Dann seht ihr das auch. Hier gucken wir mal, was es da so gibt. Also ab Deutschland, da können wir einfach mal schauen. Da gibt es, so seht ihr mich auch, wesentlich besser. Also ab Deutschland gibt es 80 Ergebnisse. Wir können die einmal filtern, wenn wir wollen. Schauen wir einfach mal nach, was alles in den Buchungsklassen Premium Economy verfügbar ist. Da gibt es 5 Ergebnisse. Rio de Janeiro 55.000 anstatt 110.000. Bangkok ebenfalls. St. Louis ist 40 anstatt 80. Hongkong 55.000. Statt 0 Meilen, das ist ja auch mal ein geiler Fehler. Ich scroll das mal ein bisschen höher, dann seht ihr das. Habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, und da hat sich dann auch schon ein Eurowings Discover reingemogelt. Machen wir einfach mal auf Lufthansa, dann kommt der nämlich nicht mehr. Dann sind es nämlich nur noch 3. Ja, sehr schön. Dann gehen wir doch einfach mal weiter, was in der Business Class verfügbar ist ab Deutschland. Da gibt es natürlich die klassischen europäischen Ziele, wie immer Mailand, Rom, aber auch, wenn man weitergeht, runter Bristol, Birmingham, Ancona, Larnaca und Luxemburg. Aber gibt auch Ziele wie Johannesburg für 55 anstatt 112, Rio de Janeiro Abstand statt 142.000, 70.000 oder aber Chicago. Das habt ihr ja heute schon gehört. Gehen wir einfach mal auf Chicago drauf, dann seht ihr das, wie der Buchungszeitraum ist. Da ist also der Reisezeitraum vom 15.06. bis zum 31.07. Das ist bei der Langstrecke so. Bei der Kurzstrecke, da gehen wir einmal kurz zurück. Da ist das so, wenn wir Rom nehmen würden in der Business Class. Ich will das buchen. Da wäre der Reisezeitraum 15.04. bis zum 31.05. Und daran seht ihr halt die Reisezeiträume. Geil finde ich auch, nur noch 30 Tage, hat auch gerade erst heute angefangen. Das nächste wäre hier Meilenschnäppchen. Und da haben wir schon gefiltert. Habe ich hier schon gefiltert? Nein, da habe ich nicht gefiltert. Das ist mein, hat er jetzt alle geändert? Das ist ja geil. Ja, dann müssen wir das wieder von Hand filtern. Die Vorbereitung hat nichts gebracht. Dann gucken wir doch einfach mal nach bei der Swiss, was ab der Schweiz los ist in der Business Class. Und dann filtern wir auch direkt wieder die Swiss raus, damit wir dann die 39 Ergebnisse haben. Da sind Ziele wie Kairo, Bombay oder aber auch Delhi. Kairo 40.000 anstatt 70.000, aber Mumbai, Delhi kosten 55.000 anstatt 112.000. Und hier hat sich auch der Fehler fortgesetzt in der Premium Economy Class. Seht ihr bei Hongkong. Hongkong ist 55.000 anstatt 0. Also da ist wohl was ein bisschen falsch. Weil die Business Class ist 70.000, 142.000 normalerweise. Da sind Kairo auch dabei, Economy Class Ziele. Lass uns nochmal die Business Class einfach rausnehmen. So. Fette Finger. Gucken wir nochmal. Hongkong, Amsterdam, Stockholm, Belgrad, Brüssel, Budapest, Paris. Also da gibt es sehr, sehr viele europäische Ziele.
Und eigentlich nur als interessantes Ziel, wenn man halt wirklich auf die Meilenwerte guckt, das wären halt dann die beiden, einmal Hongkong als Langstrecke oder bei 55 Bombay und Delhi. Das haben wir dann schnell abgearbeitet. Dann können wir auch direkt schon weitergehen nach Österreich. Da lassen wir doch die Einstellung auf Austrian Airlines, auf alle Meilenwerte. Gucken wir mal, was in der Premium Economy gibt. Da sehen wir nämlich, dass man dann Premium Economy Class New York und Washington hat 40.000 anstatt 80.000. In der Business Class gesellen sich dann wieder die üblichen Verdächtigen in der europäischen Langstrecke. Wenn wir dann einfach mal weiter runterscrollen, sehen wir auch schon die beiden Chicago und Montreal, 55.000 jeweils anstatt 112.000. Dann lass uns auch direkt einfach mal weitermachen mit der Eurowings, nachdem wir die Austrian ja abgearbeitet haben. Da wäre dann direkt zu sagen, Hurghada für 40.000, Business Class natürlich, aber auch Business Class Salt Lake City, Montego Bay oder aber auch in der Premium Economy geht es dann nach Salt Lake City, auch in der Economy Class, Tampa Economy Class, Fort Myers, also nicht so viele Ziele. Das einzige Interessante wäre Salt Lake für 55.000. Schauen wir uns nochmal den Buchungszeitraum an, der sollte gleich sein wie bei der Lufthansa für die Langstrecke, genau. 15.06. bis 31.07. Ja, was haben wir vergessen? Wir haben vergessen die Freunde aus Polen. Dann lass uns da direkt auch den Filter wieder setzen. Von Polen aus. Das machen wir dann. Ups. Rumänien ist auch gut. Aber wir wollten einfach Polen und die Lot schauen. Dann gehen wir einfach mal hier wieder auf die Lot. Da sind natürlich auch wieder viele europäische Ziele. Venedig, Wien, London, Brüssel, Hamburg, Riga. Ihr seht das alles. 25.000 anstatt 50.000 Bukarest, Ostrava, Dubrovnik. Aber dann kommen die spannenden Ziele. Aber lasst mich euch noch einmal zeigen am Beispiel Dubrovnik. Die Kursstrecke, weil da ist es bei der Lot ein bisschen anders, ist vom 1.3. bis zum 31.3. natürlich auch der Buchungszeitraum. Aber auch ganz wichtig, 1.4. bis 31.5., also 2022, wollte ich sagen, müsst ihr dann reisen. Also insofern etwas anders bei der Kurzstrecke. Und bei der Langstrecke ist es so, wenn wir da auf ein Ziel draufgehen, er hat sich verschluckt, da ist er wieder, gucken wir uns doch einfach mal ein spannendes Ziel an. Das wäre ja dann von Warschau aus, warum ärgert er mich gerade? Das finde ich lustig. Das finde ich ja richtig geil. Dann machen wir nochmal hier Business Class. Gucken wir mal, dass es uns gibt. Da gibt es dann New York JFK. Das hat dann als Reisezeitraum beim Buchen. Also die Seite ist heute irgendwie gemein zu mir. Die ist nicht ordentlich programmiert. Was ist denn hier los? Warum verschwindet das New York immer wieder? Also, gucken wir mal bei den Meilenwerten, gehen wir dann einfach 70.000 ein. Dann gibt es nur Sultan Astana, dann machen wir das doch über nur Sultan in Astana. Da ist nämlich der Reisezeitraum ebenfalls 1. April bis 31. Mai, nicht wie bei der Lufthansa bis zum 31.7. Also da könnt ihr wesentlich schneller fliegen. Und das andere Ziel, was ich auch noch gucken wollte, war ganz einfach New York, ganz genau. New York ist nämlich 55.000 anstatt 112.000. Und da ist nämlich auch der Buchungszeitraum 1.4. bis zum 31.5. Bei der Lufthansa wäre es der 1.6. bis zum 15.6. bis zum 31.7. So ist es richtig. Ja, das waren heute wieder die Meilen-Schnäppchen von Lufthansa. Mal ein bisschen genauer hingeguckt. Als Ziele, die ich spannend finde, wäre halt New York mit der Lot, wenn man im frühen Reisezeitraum fliegen will. Ansonsten kann ich halt wirklich Chicago empfehlen. Das ist eine Reise immer wert. Windy City, gerade auch über den Sommer. Sehr, sehr schön, gutes Wetter am See. Aber schaut selber. Wenn ihr kommentieren wollt, vergesst nicht unten zu kommentieren, zu schreiben, was ihr an den Meilenschnäppchen diesmal toll findet. Oder ob ihr sagt, ich bin enttäuscht, ich hätte eigentlich mehr erwartet. Oder sagt ihr einfach, es geht los. Aber kommentiert, Glocke an und vergesst nicht zu abonnieren. Und habe ich was vergessen? Ja, das Like. Lasst uns noch ein Like da. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV mit den Meilenschnäppchen in der Takeoff-Folge.
Bis morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und dann ohne das iPad, was so ein bisschen bockig ist. Wobei es die Seite von Lufthansa war, also ich bin unschuldig. Bis dann. Ciao.